Die SBB ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen. Sie besitzt 3.500 Gebäude und etwa 3.600 Grundstücke, 800 Bahnhöfe davon. Und wir sind aus der Geschichte einfach wahnsinnig große Landeigentümer. Und diese Grundstücke werden wir in Zukunft verstärkt noch entwickeln. Wir investieren im Moment etwa 500 bis 600 Millionen pro Jahr. Das sind ganz große Investitionen, die wir tätigen, vor allem dort, wo der Bund auch die größten Infrastrukturausbauten macht. Sämtliche Gewinne von SBB Immobilien bleiben im System der SBB, also sprich in der Gesamtunternehmung. Wir finanzieren die Infrastruktur mit jedem Jahr 150 Millionen. Das wurde mit dem Bund, mit dem Bundesrat auch so vereinbart im Jahr 2003. Und der restliche Gewinn wird zur Sanierung der Pensionskasse verwendet. Das heißt, der Immobiliengewinn ist eigentlich jedes Jahr dann fast null im Geschäftsbericht. Die SBB besitzt ja sehr große zentrale Areale und wir entwickeln diese Areale zusammen mit den Städten und vor allem auch mit der Quartierbevölkerung. Die Bevölkerung beziehen wir sehr eng und sehr früh in diese Arealentwicklung ein. Wir lernen sehr viel von diesen Bewohnern, weil sie kennen ja diese Areale eigentlich am besten. Wir machen immer städtebauliche Verfahren, also Studienaufträge, Wettbewerbsverfahren. Das ist sehr wichtig, weil wir dann eine hohe städtebauliche Qualität erhalten. Wir schauen darauf, dass die Erdgeschossfläche sehr stark und durchmischt sind, weil da eben auch die Quartierbevölkerung davon profitieren kann, wenn sie Gewerbe oder Kleinläden hat, die dann dem Quartier viel dienen. Wir schauen zudem auch darauf, dass die Außenflächen, diese Plätze sehr vielseitig sind und wunderbar bepflanzt werden und auch Sitzgelegenheiten sind. Das gibt eine große Lebensqualität für ein Quartier. Wir haben heute einen großen Retail-Anteil durch unsere Läden in den Bahnhöfen und dieser Retail-Anteil bleibt auch in Zukunft sehr bedeutend für unser Portfolio. Wir werden aber in Zukunft durch die vermehrten Investitionen auch in den Bereichen vor allem Bildung und Gesundheit und Wohnen investieren, sodass wir ein ausgeglichenes Portfolio erhalten in den nächsten Jahren. Die SBB baut ja zusätzlich in den nächsten 20 Jahren ungefähr 2.000 Wohnungen mehr und auch dort werden wir dafür sorgen, dass im ganzen Portfolio etwa ein Drittel preisgünstigen Wohnungsbau vorhanden ist. Preisgünstig heißt für die SBB, dass die Quadratmeterpreise pro Jahr nicht mehr als 50% Quantil von Wüest und Partner sind. Das heißt, 50% der Wohnungen sind teurer oder 50% der Wohnungen sind günstiger als die der SBB.